Ja, liebe Zuschauer von BLE TV, wir sind jetzt hier im Casino in Seefeld und neben mir steht Gregor Glanz, der Organisator von den ganzen Tagen hier. Gregor, bist du aufgeregt? Heute ist das berühmte Zwieselrennen, das dritte. Ja, ich freue mich sehr. Es ist immer wieder spannend, es ist viel Arbeit, aber ich bin natürlich Gott sei Dank nicht alleine Veranstalter. Ich habe noch einen lieben Freund, der Armin Wanner und Linde Music, die mir dabei helfen. Alleine wäre es nicht möglich, aber ich stehe schon auch mit der Schaufel drinnen und habe schon mitgeschöpft. Also ich bin auch ein bisschen verantwortlich für euren Parcours heute. Du wirst heute auch fahren. Ja, ich weiß, ich bin also schon ganz nervös. Ich bin gestern extra um 8 Uhr ins Bett gegangen, ja, ich so gesehen. Wie du auch. Du warst um 9:30 im Bett, habe ich gehört. Genau. Aber heute Morgen, oder? Nee, so spät war es. Also es war relativ spät, weil meine Freundin hat gestern den 40. Geburtstag gehabt. Logisch. Da muss man natürlich anstoßen. Heute geht es früh ins Bett, also nach dem Titelrennen noch das Licht vorbereiten, noch ein bisschen schauen mit dem Lichtmann drüben für die Show, noch ein paar Sequenzen noch mithelfen und dann geht's ins Bett und morgen das große Konzert. Was ist für dich so der Highlight an so drei Tagen? Das ist ja ein Jahr Vorbereitung, bis das alles steht und so weiter. Ist das das Konzert, das Abschlusskonzert am Samstagabend? Ja. Oder ist es heute? Oder was ist für dich so, wo du sagst, jetzt kann ich mal durchatmen? Es hat eigentlich alles sein Highlights. Ja? Aber natürlich, das Konzert ist natürlich klar, das ist ganz was Besonderes und doch 4.000 Leute morgen kommen, die Gänsehaut wieder, ist frisch schön. Sehr viel Medien aus überall her, Schweiz, Österreich, Deutschland, Deutschland. Ja, gerne. Und also ich freue mich. Wie viele Fahrer sind da heute dabei? 39. 39? Aber es gibt keine Proberunde. In den letzten Jahren haben wir auch eine Proberunde fahren lassen. Das dauert aber zu lange. Dauert dann zu lange. Aha. Es ist auch lustiger, wenn man so ins kalte Wasser geworfen wird. Natürlich, bin ich, absolut. Oder? Ja, wunderbar. Ihr dürft schon vorher noch einmal so vor und zurück probieren, hinter dem Start. Aber wenn wir schauen, wie weit der Stefan kommt, haltet ihm die Daumen. Wir sind gespannt. Vielleicht bringt er den Pokal nach Hause. Naja, warten wir mal ab. Okay, Gregor, ich will dich nicht aufhalten. Danke. Du hast noch viel zu organisieren. Bis später. Danke. Wir sehen uns bei der Siegerehrung. Dankeschön. Ja, das war Gregor Glanz hier im Casino in Seefeld, kurz vor dem Zwieselrennen, was um 20 Uhr startet mit großer Prominenz. Robert Geissen ist dabei, kennt ihr ja, die glamouröse Familie von RTL 2. Gregor Glanz wird mitfahren, dann haben wir dabei Sven Martinek und Otto Retzer. Also viel Spaß bei den Bildern jetzt vom Zwieselrennen hier in Seefeld, Tirol. Ja, liebe Zuschauer BLE TV, wir sind glücklich, ihn hier ans Mikro zu kriegen. Er ist hier der prominenteste Mann am Wochenende im Ort. Beim Zwieselrennen wird er gleich starten. Warum? Weil er der Titelverteidiger ist. Hallo, Robert Geissen. Er sagt das so schön, dass ich der prominenteste Mann bin, aber ja, du willst mich ja heute schlagen. Ich bin mal gespannt, ob du das auf die Reihe bekommst. Letztes Jahr haben wir ja einiges vorgelegt, aber ich gebe den Pokal auch gerne wieder ab, weil bei mir steht er eigentlich nur im Regal rum. Okay, und ist schon verstaubt wahrscheinlich seit einem Jahr. Ja, verstaubt ist er nicht. Ich habe eine gute Haushälterin, die staubt den ab und zu mal ab, aber ja, ich bin gespannt, ob du das auf die Reihe bekommst. Ich werde mich anstrengen, glaub mir. Ich war gestern früh im Bett und du natürlich auch. Um 5 Uhr habe ich irgendwie gehört. Nein, es war nicht 5 Uhr, ich bin ein bisschen früher gegangen, es waren 4 Uhr, aber okay. Früh am Morgen, was ist, kennst du, wie heißt das? Der ist auch als erstes wieder am Start. Ist es schwer, so ein Ding zu fahren, so ein Zwiesel? Ja, du kommst ja am Ende vor, wie heißt das, als wenn du auf so einem AOK-Shopper unterwegs bist. Also es ist schon eine Umstellung vom normalen Leben. Aha, okay. Aber wir werden das auf die Reihe bekommen. Aber ihr habt gehört, heute ist mehr Geschicklichkeit gefordert. Weniger Speed als wie letztes Jahr. Also ich bin mal gespannt, wie es geht. Gibt keine Proberunde, geht direkt ins ernste Wasser. Ja, das ist Gregor Glanz. Ne? Also wenn der was organisiert, dann geht es immer direkt los. Dein bester Freund, ihr seid fast Brüder. Er hat mir leider Gottes keine Tipps gegeben. Er hat nur gesagt, Robert, fahr ganz ruhig durch. Wenn du ganz ruhig durchfährst und am Ende ankommst, hast du wahrscheinlich schon gewonnen. Okay, ihr habt eine super erfolgreiche Serie bei RTL 2. Die glamouröse Familie, die Geissens. Wie viele Staffeln wolltest du noch drehen? Du lässt gar nicht nach. Ja, Robert, du gibst Gas, Gas, Gas. Aber was willst du anders machen? Du bist nicht mehr der Jüngste. Du musst jetzt auch mal in Rente gehen. Ja, aber ich habe noch 5 Jahre Zeit, dann kommt die Rente. Weißt du, in Monaco gibt es die Rente erst mit 60. Habe ich noch 6 Jahre Zeit. Also haben wir noch ein bisschen vor uns. Aber wir sind mittlerweile tatsächlich bei Staffel oder bei Folge 240 angelangt. Und ja, es bleibt spannend bei den Geißen. Super. Bleibt gesund. Grüß mir die Carmen. Und wir sehen uns im Rennen und vielleicht entreiße ich dir den Pokal. Viel Glück. Viel Glück. Robert, ciao. Danke dir, bis später. Ja, das war Robert Geissen hier im Casino von Seefeld. Wir sehen ihn auch gleich auf der Rennbahn und dann schauen wir mal, was er so bringt. Das war der Robert. Weil er so kann. Ja, wir stehen jetzt hier im Casino in Seefeld, Tirol. Wir haben riesen Schnee draußen, deswegen ist der Interviewpartner von mir richtig eingemummelt hier. Und wer ist es? Wer erkennt ihn natürlich? Sven Martinek. Hallo Sven. Hallo, freut mich. Hallo. Warst du heute Skifahren? Nein, ich bin ja nicht so der Skifahrer, weil ich bin ja so DDR-Kind. Wir haben nicht so wirklich Skifahren gelernt. Also ich habe es dann später gelernt,
aber ich bin jetzt nicht so der passionierte Skifahrer. Okay, aber heute hat es mit Schnee zu tun. Du weißt, was auf dich zukommt? Ja, das kenne ich ja schon vom letzten Jahr. Aber diesmal habe ich mir vorgenommen, das Ding an mich zu reißen. Okay, den Pokal nach Hause zu bringen sozusagen. Ist es schwierig zu fahren? Wir fahren heute gegeneinander. Du weißt, ich darf auch mitfahren. Okay. Naja, das ist insofern, da man sowas ja nicht jeden Tag macht, ne? Ist das natürlich gewöhnungsbedürftig mit diesem Joystick und so. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und man hat ja nur eine so eine Proberunde, ne? Ich habe den letzten Film gesehen, 4 gegen die Bank, da hast du einen Obdachlosen gespielt. Ja. Und wie ist das mit Wolfgang Petersen, mit so einem erfahrenen Hollywood-Regisseur zu arbeiten? Boah, das war eine tolle Arbeit, weil es sehr entspannt war. Also wir hatten eine wunderbare, entspannte Atmosphäre am Set. Und es hat einfach einen riesen Spaß gemacht und es war auch so, man hat es ja gesehen vom Kostüm und so, auch sehr authentisch. Also manche haben mir gesagt, die es im Kino gesehen haben gesagt, man hat das Gefühl, du hast richtig gerochen. Wie geht's weiter bei dir? Was sind die nächsten Projekte? Naja, ich fange jetzt im April, fangen wir wieder an mit Tierärztin Dr. Mertens, eine neue Staffel, die wir schon im letzten Jahr begonnen haben. Und ab Juni bin ich wieder bis kurz vor Weihnachten mit Morden im Norden beschäftigt für die ARD. Ja. Also du bist immer noch gut dabei, bist zufrieden und hast Arbeit ohne Ende. Ich freue mich über jeden freien Tag und somit ist das hier auch absolute Entspannung. Und Seefeld ist einfach ein wunderschöner Ort. Ja, also malerische Landschaften hier. Also es ist echt schön hier zu sein. Das ist für mich immer wie so runterkommen, runterfahren, genießen. Sven, wir sehen uns nachher hoffentlich bei der Siegerehrung, wenn du den Pokal kriegst. Ja, ich hoffe. Also bis später. Bis später. Das war Sven Martinek hier für BLE TV in Seefeld im Casino. Und wir sehen ihn gleich auf der Rennbahn hier beim Zwieselrennen in Seefeld. Stefan Schmidt, Spiri, sagen wir zu dir. Und jetzt magst du mal Spiri machen. Ja? Auf die Wette, da liegt Feuer, los! Ja, fang ab schnell an. Angst zu lösen, Angst Mike Schuster, bitte ganz kurz zu uns. Also bis jetzt alle Kurven gut gemeistert? Wenn du nur richtig hinhältst. Jetzt bitte geradeaus. Klar. Jawohl. Jetzt wird es der Erste sein, der nicht durfte. Ja, schade. Also anscheinend ist die... Du willst alles geben. Die Beschaffenheit des Bodens dieser Kurve ist sehr schlecht. Weiß hat ja 2 Tage geschnitten. Startnummer 14, bitte ganz schnell zum Start kommen. Die Startnummer 14. Ja. Komm am Ziel gerade. Lass die mal krachen. Und? Ja! Ja, liebe Zuschauer von BLE TV, -3 Grad, aber uns ist schon sehr, sehr warm und ich habe einen Mann neben mir stehen, dem ist bestimmt richtig heiß, weil er muss gleich auf die Bühne. Gregor Glanz, Seefelder Kristallzauber, heute Abend hier am 3.2.2018. Gregor, bist du nervös? Nein, du, zum 8. Mal jetzt. Ich freue mich, dass wir zum 8. Mal jetzt hier stehen dürfen und ich freue mich, dass ihr auch dabei seid und macht euch auch einen schönen Abend, genießt es. Machen wir. Und wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr, kommt ihr alle zu uns zum Kristallzauber. Der Stefan nimmt euch alle mit. 100%. Du nimmst alle mit. Erzähl mir ein bisschen, was wird heute Abend alles passieren? Ja, ich habe sehr viele prominente Stargäste mit dabei, auf der Bühne auch live. Ich werde live mit meinem 14-Mann-Orchester spielen. Und Alfonso Williams ist dabei. Deutschland sucht den Superstar-Sieger, aktueller 2017. Dann Anita Sablik, die 2014 Deutschland zum Superstar gewonnen hat. Dann Carmen Geis wird dabei sein. Dann Alex Auer, der Gitarrist von Xavier Naidoo. Ja, mega. Dann Dante Thomas mit seinem Welthit Miss California. Ja. Aber du ja auch, oder? Ich natürlich auch, ja. Ich bin ja der Gastgeber und es ist ja eigentlich mein Konzert. Ja. Nur baue ich halt in meinem Konzert, in meinem Programm immer wieder quasi so Slots für Stargäste ein. Schön. Wann ist dein Auftritt? Ja, die ganze Zeit. Also ab 20 Uhr geht's los. Es wird vielleicht ein bisschen später, Viertel nach oder so, vielleicht noch 8:30. Je nachdem, wie pünktlich unsere Gäste sind. Und ja, ungefähr 2,5 Stunden wird das Konzert dauern. Ja, aber das Beste, schaut's vorbei zum Kristallzauber 2019. Genau, Gregor, herzlichen Dank. Wir sehen uns später noch. Und toi, 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 jetzt für deinen Kristallzauber. Dankeschön. Dankeschön.
Ja, bei mir stehen jetzt Carmen Geis und Robert Geis. Gestern hatten wir drei viel Spaß beim Zieselrennen. Carmen, ich fange mit dir an. Wievielte Platz? Ja, Schmidti, ich weiß nicht. Ich glaube, es gab 38. Ich bin 56. geworden. Ja, so ungefähr ging es mir auch. Robert, komm. Ich habe es gar nicht mehr mitgekriegt. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Platz ich gemacht habe. Ich war so enttäuscht in der ersten Runde oder beziehungsweise in der ersten Kurve schon in die Mauer gefahren. Ja, dann ist das Ding auch noch ausgefallen. Also gestern lief es überhaupt nicht. Okay, bei mir auch weniger. Heute Abend Gregor Glanz, Seefelder Kristallzauber. Freut euch drauf. Ja, dafür sind wir hier. Also nur um Gregor zu unterstützen. Carmen singt ja heute noch. Die wird gleich noch ein bisschen nervös, aber wir freuen uns. Ja, auf jeden Fall. Dein neues Lied heißt wie? Er gehört uns beiden nicht mehr mit Aneta Sablik. Super, ich freue mich auf euch. Ab auf die Bühne. Warum singst du eigentlich nicht, Robert? Ja, ich kann den singen. Verstehst du? Also. Okay, alles klar. Irgendeiner muss der Ball flach halten. Bis später, danke. Ja, und bei mir steht, wer erkennt ihn nicht? Natürlich Falco, hier beim Seefelder Kristallzauber. Wie geht's dir, Falco? Sehr gut, herrlich. Schon zwei ganz tolle Tage hier gehabt. Wunderbar. Wunderbar. Freu mich. Und gleich geht's auf die Bühne. Und bist du schon nervös oder ist so ein alter Hase wie du immer noch relaxed, entspannt? Nein, ich bin heiß, sagen wir mal. Nervös nicht, heiß. Okay, wunderbar. Ich freue mich auf dich. Ich habe die Proben vorhin gesehen. Ich bin geplättet. Ja, es ist unglaublich. Man meint wirklich, er steht einem. Wie kommt man dazu, Falco zu imitieren? Über Jahre jetzt. Und ich habe Falco meets Amadeus, das Musical, 1700 Mal gespielt. Von überall, Berlin, Wien. Und da ist es entstanden. Okay, und international bist du da auch unterwegs? Wirst du gebucht? Ich werde viel gebucht, ja. Aber hauptsächlich bin ich an der Volksoper in Wien und singe dort Operette, Musical, Schauspiel, alles. Das wunderbar. Ist so ein Nebenjob, aber ein sehr leiwander. So, dann ab auf die Bühne, viel Spaß und wir sehen uns danach noch. Das kannst du aber anhören. Ja, servus. Servus, danke dir. Ja, bitte. Ja, bei mir steht er jetzt. Deutschland sucht den Superstar, der jetzige immer noch, Alfonso Williams. Heute Abend, Seefelder Kristallzauber. Aufgeregt? Noch ist alles so ganz, ganz relaxed, ne? Und habe ein leichtes Kribbeln im Bauch, ne? Weil einfach diese bezaubernde Ambiente überhaupt ist ja einfach wunderbar. Aber noch ist alles cool. Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger. Wir waren jetzt zusammen drei Tage hier, haben mal was geredet und gefeiert und ein bisschen was getrunken. Ich bewundere deine Ruhe bei den ganzen Fans. Die kommen, wollen Fotos machen und du lässt das alles in Seelenruhe über dich ergehen. Relaxed immer so? Ja, nein, ich finde, die Fans haben das auch verdient, herzukommen und ein Safe zu holen, weil die haben mich gewählt, die freuen sich, um mich zu sehen. Und ich freue mich, jeder einzige Fan, der mir herkommt, hat gesagt, er fand, dann kriege ich einen Safe. Ja, ja, selbstverständlich. Ja. Und dafür nehme ich für jeden einzigen Zeit, dass sie erstmal deren Foto haben kann, als Erinnerung, und geht ihnen nach Hause und sagen, guck mal, ich habe ein Foto mit Alfonso, weil das haben die verdient. Ja. Okay, Alfonso, du bist heute Abend hier auf der Bühne dabei, Seefelder Kristallzauber, freust du dich schon? Ja, absolut. Ja. Der Bühne ist mega, ne? Ja. Und auch dieser Sound in der Liveband, dieses Jahr der Hammer. Okay. Ich freue mich. Ja, wunderbar. Total. Ich danke dir fürs Interview und wir sehen uns später noch. Toi, toi, toi. Ja, danke schön. Danke. Bis später. Bis später. Ja, hallo Axel. Und minus drei Grad, ein bisschen kalt, aber du freust dich aufs Kristallzauber hier in Seefeld. Ja, ich bin das erste Mal dabei und bin ganz gespannt, was heute Abend läuft. Ich war gestern schon beim Rennen dabei, beim Zieselrennen. Es war sensationell. Du bist auch mitgefahren? Ja, ich bin leider Neunter geworden. Und du bist Vierter oder Fünfter geworden. Ja, so Sieben, glaube ich. War kurz ja, nach der Ecke. Besser, super. Hat super Spaß gemacht. Mal schauen, was heute Abend passiert. Okay, ja, ich freue mich auch drauf. Wer ist denn so dein Favorit? Falco, wen hörst du gerne? Gregor Glanz? Ja, ich habe eine gute Verbindung zum Alfonso Williams, Der schon bei mir auf meinen Events aufgetreten ist. Und der ist ja DSDS-Star geworden. Und dann kenne ich ihn sehr gut. Gregor Glanz, logischerweise, wird sehr spannend. Und da gibt es noch so einen Schweizer Moderator, der ganz spannend ist. Ja. Den habe ich wieder bei der Probe gehört. Der ist sensationell. Freue mich auch drauf. Axel, bis später. High five. Hau rein. Dankeschön. Danke dir. Ciao, bis später. Ciao. Gestern haben wir gefeiert bis morgens um 5 und heute steht man im roten Teppich. Da wird gelacht. Beim Zieselrennen. Welchen Platz hast du belegt? Ich hätte eigentlich den dritten Platz gemacht, wurde dann aber auf den sechsten Platz runter. Wegen 3,5 Promille. Kein Wunder. Ich habe den größten Kollateralschaden der Geschichte des Seefelder Kristallzauber am Zieselrennen angerichtet. Macht nichts. Aber wie heißt eure Band? Mach ein bisschen Werbung. The Riding Dudes, Ron Glaser hören. Elvis sehen, Elvis hören, Ronglaser sehen ist das Programm. Okay. Beste Stimme, Winner vom European Elvis Contest, mit der Stimme, nicht mit der Verkleidung.
Also wirklich einer der besten in Europa. Erzähl, wie bist du dazu gekommen? Ja, die Geschichte kann ich kurz oder lang machen. Ich mache sie kurz. Ich war damals 5 Jahre, habe Elvis Presley gehört. Meine Schwester hatte eine Plattensammlung. Und ich sage immer, es war wie eine Kinderkrankheit, die nie weggegangen ist. Ja, ja, mittlerweile bin ich 34 Jahre und Elvis gehört zu meinem Leben. Aha. Das ist die kurze Geschichte. So, Jungs, geht ein Bier trinken. Danke, Bruder. Los, bis gleich. Gesagt, Alter, Seefeld ist krass. Das muss ich mir erstmal angucken. Seid ihr bereit? Ich höre dich schon. Ich glaube, er will battlen mit mir. Willst du mit mir battlen, okay? Pass auf, ich mach jetzt mal was. Und du versuchst es nachzumachen, okay? Aber das kriegt ihr hin, sicher. Mach das hier. Ich freue mich,
Ich wünsche einen schönen, super Auftritt. Danke schön. Jungs und die Mädels. Hoffentlich auch für die Hand. Ah, also. Ein bisschen. Ein bisschen. Hoffentlich. Hoffentlich ein bisschen. Hold it back, man. Just tear it up. Okay. Get away from me. Get away from me. Close the entrance. Backstage.